So, da sind wir bei Lego City Undercover. Wir befinden uns hier in der... Wie heißt denn mal die Mine? Die Bluebell-Mine. Ja, von meist versucht hier irgendwas mit seiner Pfeife zu machen, aber ich glaube, da wird nichts draus. Nee. Und von Meister hat auch schon einmal kassiert. Ja, aber nur, weil der hier seine scheiß Axt ausgehackt, seine scheiß Spitzhacke ausgepackt hat und ich mit der die nicht so betäuben konnte. So ist es. Da hat von Meister wohl kassiert. Guck mal. Das scheint mir eine Felskante zu sein. So, da muss ich anscheinend dieses Klo da zerstören. Ja. Und da haben wir wieder einen Dynamitautomaten. Benutze den auch ein bisschen mal. Ja. Ja, Dynamit. Benutzen wir es gleich doch mal hier. Zack. Ja, und das kann man nur in solchen braunen Fässern verwenden. Okay, verstanden. Keine Bohnen mehr. Ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Ups, da ist einer drauf. Okay, was kann ich hier bauen? Ja. Oh, ist hier noch einer. Super, ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. Und jetzt, wenn du da drauf bist, noch nicht gleich runterspringen. Gehen wir da nur so drauf? Drei, zwei, eins. Nee, noch nicht. Los. Und los. Und los. Komm schon, du schaffst das. So tief ist das gar nicht. Ich kann fast den Boden erkennen. Nein, warte. Es ist einfach nur das düstere Versprechen einer schlimmen Verletzung. Vielleicht gibt es ja irgendwo auch ein paar Treppen. Ich glaube, jetzt musst du. Aber warte. Okay, kann ich. Ich war nicht bereit! Das sieht sehr, sehr, sehr tief aus. Und da eine Lorenbahn. Hilfe. Oh, hier muss man anscheinend irgendwie Skills kriegen. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Ja, habe ich ja auch. Jetzt viele Kohle. Aber die Kohle ist in dem Spiel nicht so wichtig. Was ist das denn für ein Teil? Ein Ventilator? Ah. Wieso war das da überhaupt? Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken! Oh, das ist nicht willkommen. Und mein Messer hat auch noch einmal kassiert. Glaube ich. Ja, das ist nicht so wichtig. Habe ich auch nicht gesagt. Ja. Yay. Wenn du durch Ringe fliegst, dann sammelst du viele auf einmal ein. Ich meinen Fallschirm heute eingepackt habe. Ja. Ein paar Ersatzhosen wären auch nicht schlecht gewesen. Alles klar. Komm schon, ich will Polizei. Durch. Polizei. Ja, auf jeden Fall. Guter Polizei. Look. So, landen wir hier mal. Perfekte Landung. So ist es. Ich will nicht mehr hier der sein, so. Okay, verkleide dich nochmal als Zivilist. Oder nimm mal deine Verkleidung ab. So. So, wir boxen hier alles. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Oh. Nein. Ja, da vorne geht es weiter. Hat der gerade genießt? Ja, ich glaube. Mach mal hier so eine Stampfattacke. So. Stampfattacke? Gibt's doch nur bei Super Mario. Ja, hier anscheinend auch. Guck so. Wie? So. Das ist keine Stampfattacke. Och, Mann. Du musst schon so dich hinsetzen in der Luft. Springen, in der Luft hinsetzen und runterfallen. Alles klar. Ja, ist doch so. Geh kaputt, Mann. So. Okay, gehen wir mal hier weiter. So.
Kontrollpunkt abgeschlossen. Okay. Aufwachen. Ich mag diese Kamerafahrten immer. Diese, wenn, naja, halt, die in Echtzeit gerendert sind. So. Das gefällt mir irgendwie richtig gut. Ich weiß nicht wieso. So, wie ich hier machen. Dim, 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 dim. Muss ich mir so vorstellen, dass so ein ganzer Film so Echtzeit gerendert wird. Also dass es nicht vorgerendert ist, so wie alle Filme, sondern dass der PC, wo man das abspielt, das ist der, das halt so rendert gleichzeitig. Tut mir leid, Mister. Mit dem Nickerchen ist gleich vorbei. Oh oh. In Deckung gehen. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Allerdings. Oh ja. Oh, jetzt ist er daneben gefallen. Tja. Da ist wieder so ein Kasten. Aber was musst du überhaupt tun? Ich glaube, du brauchst nur dieses Ding da unten bauen. Ja. Hier. Ach man, wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Hey, ich kann noch einen Superbau machen. Nein, mach das doch mal. 22.000. Okay, doch. Bauen. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Okay, aber wir wollen ja jetzt nicht hier wegrennen einfach. Wir gucken mal hier kurz, wieso, was es hier noch gibt. So. Ja. Aber hier gibt es noch viel. Und das willst du alles hier angucken. Guck mal, da oben sogar noch Gegner. Komm, die will ich mal verhaften noch. Oh oh, das bedeutet Ärger. Und als Berg... Arbeiter, kannst du ihn natürlich verhaften. Klar doch. Du bist hier der Polizeibergarbeiter. Oh, das ist ein Superstein. Das ist ein Megastein. Weißt du warum? Ja, oder ich glaube. Der Größe ist und ganz viele Punkte gibt. Obwohl er eigentlich nur doppelt so groß ist. Also dürfte er nur 2.000 bringen. Aber er bringt 10.000. Ja, okay, ich hab die Runde gefallen, Mann. Ich wechsle hier rein, ja, kann man. So, dann sammeln wir den Superstein hier hinten so ein. Yay. Ja, man sieht es kaum so, ob das Superstein oder Megastein ist. Okay, ist jetzt nicht so wichtig, was hier noch so ist. Ach, jetzt plötzlich nicht mehr. Ich habe ja ein bisschen was gezeigt. So, jetzt hier weiter. Ja, da war mindestens noch nicht viel mehr gewesen. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Wir sind da runtergefallen. Hast du es gesehen? Nö. Pass mal auf! Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Ja. Oh! 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 Das sollte ihn aufhalten! Kaputt. Beine dran. Arme dran. Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Sehr gut. Okay. Das ist gut. Wenn und diese Grütze, die hier unten ist, die sieht nicht gerade sehr ungefährlich aus. Nee, deswegen laufen wir lieber nicht rein. Alles klar. Puff. 1 von 5. Hast du da. Alter, was macht er denn da? Oh, was gibt's denn hier Schönes? Das sieht aus, als wäre da ein Vogel eingeschlossen und es ist gerade sehr dunkel hier. Mhm. Hätte man ja mal ein bisschen heller machen können. Ja. Mal gucken, dass wir uns hier die Steine nicht erwischen. Das sind wir Gegner. Oh, ich bin auch ein Gangster. Ich nehme mich trotzdem fest. Tschüss. Aber es ist noch vorher festgenommen. Ja. Das heißt, irgendwie ist er jetzt verhaftet, auch wenn er woanders ist. Ja. Und er liegt jetzt einfach unten in dem See mit Schellen, Handschellen. Ja.
Das ist ja ziemlich gemein. Kannst du den Hebel wieder nach oben machen? Nee. Mhm. Schade. So, was gibt's denn hier? Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Oh, oh. Da wurde beim Messer erstmal getroffen. Wir sollen hier nicht rein, okay. Oh. Da ist beim Messers erster Death, oder? Nee, das stimmt gar nicht. Ist ja schon bei dem Hai gestorben, zum Beispiel. Ah. Und bei Mission davor auch schon. Aua, aua, aufhören, au. Oh, nochmal Death. Und da liegen deine Einzelteile noch rum. Voll brutal. So, jetzt hoch hier, hoch hier. Hoch hier? Ja, so, ja, okay. Ja, du vergisst immer, dass er B drücken muss. Obwohl man das die ganze Zeit eigentlich drücken muss. Wenn man an diesen blau-weißen Dingern ist. Ja, gut gemacht. Bäm. Bäm. Alles richtig zerstört, Alter. Du machst ihn auf dich aufmerksam? Ja, echt, so reagieren sie ja. Drauf. Kann man ja nie wissen. So, einer verhaftet. Zwei verhaftet. Und drei verhaftet. Sehr schön. Oh, hat er was kaputt gemacht? Ja. Ja. Oh, das kannst du jetzt zusammenbauen. Mach das doch mal. Hey, dann kann ich nicht. Hallo, jetzt. So, ganz schnell das zusammenzimmern. Und jetzt sehe ich hier, dass ich schon wieder ein Klo sprengen muss. So, da sitzt aber diesmal keiner drauf, oder? Nein. Hm. Ich fände es besser, wenn man das kauft, dass man dann auch wirklich Geld dafür ausgibt. Man sieht ja immer wieder einen, so einen Stat so hingibt, aber irgendwie wird einem das nicht abgezogen. Das stimmt. Ich will noch mehr Dynamit. Oh. Was macht der? Wow. Ach so. Ja, ist wohl kaputt. Oh, auch schon wieder schlechte Qualität hier. Alles ist irgendwie schlecht. Das ist halt Lego. Ja. Nach schon beim zweiten Kauf ist das Ding kaputt. Ja. Das ist ziemlich schlecht. So. Diese Fähigkeit ist gesperrt. Setze den Story-Modus fort, um neue Verkleidungen und Fähigkeiten freizuschalten. Der zweite Vogel ist befreit. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir mal hier rauf. Boden. Uiuiui. Okay. Da hast du eine gesperrte Fähigkeit. Okay, egal. Ein bisschen was zerstört hier. Stinker. So. Ganz viel Kohle. Und da kannst du von oben reinfallen. Sehr gut. Knack mal diesen Safe. Oh, Palmeister hat es geschafft, im ersten Versuch. Ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Hoffen wir es. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den! Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh, hey, geh raus! Au!
Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Danby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia. Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu.